Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und hoffe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal das erste Mount aus 9.1 angucken. Und dazu habe ich hier auf dem Twink das schon einmal mir erfarmt. Und zwar schimpft sich das blutrotes Splitterfell. Und wo wir das herbekommen, will ich euch mal zeigen. Ich befinde mich hier in Corfia und zwar sind wir hier im Lager auf den Koordinaten 60, 23 und alle paar Minuten gibt es hier ein kleines Ereignis und dort haben wir nämlich einen NPC, der leuchtet dann auch so komisch lila, das ist der hier, der Verwalter KK, schimpft sich der, und mit dem können wir sprechen und wenn wir das tun, dann kriegen wir so einen kleinen NPC an die Hand und mit dem können wir so unsichtbare Spuren hier finden. Und diesen Spuren müssen wir jetzt einmal nachlaufen. Ja? Übrigens, ihr müsst wirklich den Spuren nachlaufen und dürft nicht die Abkürzung nehmen, wenn ihr schon wisst, wo die Spuren hinführen. Denn am Ende der Spur müssen wir ein Stück Knochen, Fleisch, was das auch immer ist, anklicken. Und wenn wir das anklicken, dann spawnt da ein NPC. Und diesen NPC müssen wir umhauen, um dementsprechend das Mount zu kriegen. So, wir laufen jetzt einfach hier komplett den Spuren nach. Ich zeige euch dann auch gleich das Ziel, wo wir hinlaufen auf der Map. Übrigens, die Add-ons, die ich drauf habe, sind einmal Handy Notes Shadowlands und Tomcat Tours. Die machen beide relativ dasselbe. Manchmal ist es praktisch, beide zu haben, um alles wirklich sehen zu können. Jetzt müssen wir bloß gucken. Hier müssen wir lang. Hier runter. Er muss immer tatsächlich diese Spur hier aufrechterhalten. Jetzt sind wir gleich am Ziel. Also wenn ihr euch die Addons runterladet, dann wird euch das Ganze auf der Map angezeigt und ihr seht es relativ easy. Sonst müsst ihr im Lager warten. Ich würde mal vermuten, dass es so 10 bis 15 Minuten dauert. Ah ja, jetzt haben wir hier hinten das Fleisch. Das können wir anklicken. Und zwar, Shadow meldet mir das jetzt weg. Wir sind jetzt hier unten auf den Koordinaten 44, 29. Also sprich hier von dem Lager sind wir hier rüber gelaufen. Und jetzt klicken wir das Fleisch an, beziehungsweise werden hier noch von den Typen angegriffen. Warte, die kicken wir jetzt mal kurz weg. Klicken das Fleisch an. Und jetzt müsste dann hier ein NPC spawnen. Und zwar haben wir den hier, den Malborg. Und dieser Malborg kann uns das Mount droppen. Den könnt ihr einmal am Tag pro Char quasi legen. Also dann ist er rare und ihr könnt dann dementsprechend das Mount rausziehen. Die Dropchance liegt etwa zwischen 1 und 2%, also irgendwo so dazwischen. Laut WoW Headsons glaube ich im Moment 1,7%, also relativ gut. Ich habe insgesamt 30 Tries gebraucht. Jetzt die ersten zwei Tage habe ich da ein bisschen gefarmt mit meiner Charmada. Ich habe ja einige Max-Level-Chars und das geht eigentlich relativ schnell zu farmen. Alternativ könnt ihr auch einfach hier warten. So habe ich mit den Twinks gemacht, mich hier hingehockt und gewartet, bis einer kommt und es aufmacht, weil wenn ihr den NPC hier oben seht, ne, dann kann es scheinen, dass jemand anderer schon vorher losgelaufen ist, den vielleicht beschworen hat und dementsprechend, bis ihr dann mit den Spuren nachgelaufen seid, ist der Mob halt schon tot und dann müsst ihr wieder warten, bis das nächste Event kommt. Deswegen habe ich meine Twinks hier hinten in der Ecke geparkt, dann kann man relativ schön warten, bis dann einer kommt. Man kann hier auch ein bisschen Server hoppen, wenn man das will, aber den kriegt man eigentlich relativ schnell. Gut, so viel jetzt zu dem Rare. Ich würde sagen, wir hauen ihn jetzt mal noch um und schauen, ob ich das Mount hier zufällig auch rausziehe. Und sonst zeige ich es euch auf dem Twink. Machen wir mal. Nee, war natürlich nicht dabei. Sonst zeige ich es euch auf dem Twink. Ich bin hier nämlich schon umgelockt. Und zwar haben wir hier das Mount. Blutrotes Splitterfell, so rum. Das lernen wir einmal. Und dann können wir es uns auch angucken. Blutrotes Splitterfell. Da haben wir das schöne Viech. Hier seht ihr, hier bei dem Twink ist er auch da. Er leuchtet aber nicht mehr. Wahrscheinlich heißt es schlichtweg, dass der Mob dann schon gekillt wurde. Gut, hier haben wir es. Ist ein neues Grundmodell an sich. Sieht ganz cool aus. Ist so ein bisschen, ich weiß nicht, als Bär könnte ich es halt am ehesten noch bezeichnen. Jetzt machen wir mal das Special Mount noch. Ah, okay, es sucht so ein bisschen den Boden. Es ist so ähnlich wie das Ventier Mount, ne? Fällt mir gerade auf. Das hat auch, glaube ich, dasselbe Emote hier. Ja, ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Und ja, damit sind wir schon wieder am Ende von dem kleinen Video. Ich zeige euch nochmal die Spots, dass ihr seht. Also hier unten auf den Koordinaten 60, 22 ist im Lager der NPC. Und ihr müsst dann komplett rüberlaufen. Hier bei Handy Notes seht ihr das auch. Hier ist dann der Spot bei 44, 29. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.